Hallo. Sind Sie doch mal ruhig. Hallo. Hallo. Ruhe. Ach, hallo. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ist dann hier mal eine Kamera? Wo ist... Kann die Kamera auch mal nach mir gucken? Ich will doch mal ins Bild kommen. Wo ist dann hier mal das... Wo ist dann jetzt mal eine Kamera? Warte mal, ich muss gerade... Ah, da ist eins. Warte mal. Ah, hallo. Hallo, können Sie mich gerade mal aufnehmen? Ich will doch mal so gern ins Fernsehen. Hildrud, siehst du mich? Ich bin im Fernsehen. Gott, kann meine Frau mich jetzt sehen? Weil ich sehe überhaupt nichts da drin. Hildrud, siehst du mich? Ich gehe mal nach vorne auf die Bühne, Hildrud. Weißt du, da kann die Kamera mich besser einfangen, Hildrud. Pass mal auf. Ne? Oh. Hildrud! Hildrud! Ja. Oh. So hat man es nicht geglaubt. So hat man es auch nicht geglaubt, die Hildrud. Ne? Dass ich mal ins Fernsehen komme. Gott, ich habe ja die Eintrittskarte für heute Abend hier gewonnen. Sonst wäre ich doch gar nicht hergekommen. Ich mache den Fasching nicht. Hör mal auf. Ich habe doch meine Frau damals auf so einem Maskeball kennengelernt. Wissen Sie? Und bis ich begriff, ob das die gar nicht maskiert ist, schwupp, war mir verheiratet. Naja. Gott. Und inzwischen, Sie? Inzwischen haben wir auch eine Hochzeit schon gefeiert. Ne? Ja, also 27,5 Jahre Essen aus der Konservendose. Ja, meine Frau kann nicht kochen. Die kann gar nicht kochen. Da muss ich Ihnen sagen, was ich da also mal zu ertragen habe. Na ja, hör doch auf. Mach ich's doch selber. Was kriege ich denn sonst? Da hat sie mir zum Beispiel gerade neulich, ne, hat sie mir Ochsenschwanzsuppe aufgemacht. Hier fuhr der Teufel, die hat noch im Teller mit dem Schwanz gewedelt. Kannst du nicht essen, die Suppe. Haben Sie jetzt alles aufgenommen? Das müssen Sie wieder rausmachen. Hildrud, ich meine das gar nicht so. Ich mache doch unseren Haushalt gern. Das war alles nur Spaß. Hier, kochen, putzen, waschen, backen, einkaufen. Ich mache das sehr gern. Ja. Besonders das Einkaufen. Also Einkaufen tue ich sehr gerne. Obwohl es mich ja ärgert. Da machen die Geschäfte abends um 8 Uhr schon zu. Ja, da frage ich Sie, wann bitte sehr soll man da als Rentner noch einkaufen gehen? Ja. Ja. Also da hast du überhaupt nicht für so einen Quatsch keine Zeit. Ne? Man muss sich ja erst mal auch mit seinem Hobby auseinandersetzen. Sie müssen nämlich wissen, ich bin aktiver Gewinnspielteilnahmekarte-Sammler. Ja, Gewinnspielteilnahmekarte-Sammler ist ein sehr schönes Hobby. Ich habe schon 386 Stück, gell Sie? Ne? Ja. Aber man muss natürlich aufpassen, wo man mitmacht. Das muss ich ja auch rentieren. Also manchmal hat man auch Glück, ne? Da gewinnt man nicht so blöde Eintrittskarte für so Veranstaltungen zum Beispiel. Neulich, da hat die Nordsee-Türkische Woche gemacht. Ne? Und da habe ich mitgemacht, ja. Hier, und da habe ich, weiß Gott, den zweiten Preis gemacht, wann ich Ihnen sage. Da habe ich einen Bauchtanzkurs bei der Fatima Morgana Schulze gewonnen, wann ich Ihnen sage. Hier, das ist mal eine sehr schöne Sache und so Bauchtanz, das kann man immer mal gebrauchen, gell, ne? Ich war gerade heute Mittag wieder da. Hier, da fällt mir gerade ein. Wir sitzen doch jetzt schon seit Stunden hier drin rum. Ne? Jetzt, wenn man dann nachher nach Hause kommt, da ist das doch ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen bewegen könnte. Ne? Hier, soll ich Ihnen das mal zeigen? Hier, ich zeige Ihnen das mal, das Bauchtanze, ja? Ja. Also, pass mal auf, beim Bauchtanze dürfen Sie nicht schüchtern sein, gell? Das ist so ein bisschen erotisch. Das ist so ein bisschen körperlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Gell, ja. Also, pass mal auf, wenn Sie nachher nach Hause kommen, dann müssen Sie das sowieso ausziehen. Da schmeißen Sie erstmal Ihr Jack von sich. Ne? Und schmeißen noch die Schuhe von sich. Ne? Ja. Ach, hör doch auf. Wir sind doch hier unter uns, da sieht doch sonst keiner, gell? Ich hab so ein bisschen die Arthrose, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist, ne.
Also wollen Sie jetzt einigermaßen dem körperlichen Ideal entsprechen, ne? Ich habe da jetzt so Klick gehabt, gell, ne? Dann kommt dann natürlich noch der entsprechende Aufputz dazu, gell? So im Orient, die gucken da immer so ein bisschen drauf, ne? Ich habe jetzt bei der Fatima Morgana Schulze erst einmal den Tanz der Zweischleier gelernt, ne? Ja, das war auch ganz praktisch, wir haben nur zwei Koptische daheim. Wissen Sie, die Hiltrud hat die immer so, guck, das hat sie immer über die Locke wickelt, so. Ja. Ja. Ist noch nicht fertig. Also, so in dem Orient da, gell, sie, da gehört ja Klappern zum Handwerk. Das ist wie bei uns, gell. Und deswegen habe ich mir auch so einen Münzegürtel zugelegt. Ne? Guck mal hier. Sehen Sie es? Ja, ist wichtig. Sie guckt aber sehr genau, hast du so mal. Naja. Und dann gehört noch so ein Kopfputz dazu, das ist ja das Schönste, pass mal auf. Ich hab alles dabei. Ein Original-Perlekäppchen, guck. Schön, gell? Naja, wann Sie jetzt so optisch schon mal so ein bisschen dem orientalischen Ideal entsprechen, Sie, ne? Müssen wir jetzt noch ein bisschen Bewegung in die Sache reinbringen, ne? Also pass mal auf, als erstes will ich Ihnen mal die Grundhaltung demonstrieren, ne? Sie müssen raussuchen, welches Ihr Standbein ist, das bleibt immer stehen, gell? Und welches Ihr Tanzbein ist, das tanzt immer um das Standbein herum, ne? Ja. Als nächstes Sie... Suchen Sie sich ein Objekt der Begierde. Das funkele sieht dann aus Ihren Augen so ein bisschen feurig an, gell? Oh, ich nehme mal Sie, gell? Pass mal auf, ja. Pass mal auf. Sie fixieren Ihr Zielobjekt und werfen dann Ihre Hüfte in Richtung des Zielobjekts. Pass mal auf. So geht das. So geht das. So. Als nächstes muss ich noch ein bisschen Bewegung reinbringen, sonst man kann ja nicht immer nur da so blöd rumstehen, gell? Also dazu will ich Ihnen jetzt noch einige Grundfiguren zeigen, damit Sie heute Abend Bescheid wissen, gell? Also pass mal auf. Als erstes nehmen Sie die Grundhaltung ein. Dann nehmen Sie so Ihr Arm so ein bisschen vor sich. Guck hier. So mit den Händen nach unten, das ist dann die Figur, das sogenannte Suppenschüsselchen. Ja. Ja. Dann nehmen Sie Ihr Arm so nach oben, bis es nicht mehr geht, als ob Sie einen Pullover ausziehen. Und damit die Figur, das Scheunetor. Ja. Naja, in der Scheune ist nichts los, ach langweilig. Da gucken wir mal erst einmal noch geradeaus, dann nach links und nach rechts. Und dann bringen wir das Ganze in kreisrunde Bewegung. Da haben wir eine Bauchtanzfigur, die mit dem Kopf funktioniert. Nicht da? Als nächstes gucken Sie mal nach Ihrem Oberkörper. Da machen wir den sogenannten Oberkörperschimmi. Das ist dann ungefähr so, wissen Sie, als ob Sie aus dem Bad mit aussteigen. Und es ist furchtbar kalt. Es gibt natürlich auch die Ganzkörperchemie. Das ist dann so, als wie wenn Sie mit Ihren Fingern in die Steckdose reingreifen. So. Das geht dann von allein sozusagen. So. Und jetzt müssen Sie das Ganze natürlich zusammenbringen. So quasi als ein Tanz. Ja. Da ist immer ganz schön, wenn man noch so ein bisschen musikalisch Untermalung hat. Also ich habe ihn da jetzt heute Abend ganz zufällig, ne, habe ich einen alten orientalischen Hochzeitstanz dabei. Ja.
Das ist für unsere europäische Ohr natürlich eine ungewohnte Tonfolge, das ganze orientalische Geflöte und so da. Aber ich sage mal so, wenn man es ein paar Mal gehört hat, sie, na, da kommt es einem doch ganz bekannt vor. Ja. Ist auch ein sehr temporeicher Tanz, wie Sie gleich feststellen werden. Und außerdem, ich singe noch da dazu. In einer Sprache, die uns kaum verständlich ist. Aber ich kann mir was drauf einbilden. Ich meine, ich gebe das ganze silbengetreu wieder. Ja, also, sind Sie bereit? Ja. Gut. Ich auch gleich, Moment. So. Herr Kapellmeister, waren Sie so gut, wenn ich jetzt mal anfange? Halüme, Zeckmecki, Kabos. Sind Sie raus, im Salabim, oh tralala. Mich. Also, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Gewinnen Sie doch Ihren eigenen Bauchtanzkurs. Ne? Da können Sie das alles selber lernen. Ne? Und ich mache mich jetzt heim, ich bin jetzt eh müde. Auf Wiedersehen, mach's gut. Hast du noch ein bisschen Platz unter deiner Gardine? Da komm rein. Ist aber kuschelig hier bei dir. Ja, natürlich, ja. Ja. Meine Damen und Herren, besser kann ein Mann alleine bestimmt nicht tanzen. Steigern kann man das, wenn überhaupt, nur mit vielen Männern. Aber Frieda, du musst jetzt überhaupt keine Angst haben. Die da kommen jetzt, sind keine Konkurrenz für dich. Jetzt hoffe ich. Nein. Keiner ist so schlank und rank wie du. Also gegen meinen Bauch kann man gar nichts sagen. Da kann ich ja nichts dafür, das ist der Fortschritt, Sie. Ne? Wie so früher hatte ich einen Waschbrettbauch, jetzt habe ich halt eine Waschtrommel. Ne? Da kannst du nichts sagen. Die Männer, die jetzt kommen.